Seid gegrüßt und willkommen in meinem Chaos. Wie immer bin ich total im Stress und so sieht es aus, wie ihr das jetzt im Hintergrund erkennen könnt, wenn ich irgendetwas baue. Ja, trotz all dem Stress, weil ich ja ein schlechtes Gewissen habe, dachte ich mir, ich muss jetzt ganz spontan zwischendurch ein Video drehen. Und Thema ist heute die Gewinnspielankündigung für mein nächstes Gewinnspiel. Ich hatte bis jetzt ein Gewinnspiel, da waren 100 Abonnenten und man glaubt es kaum, in der kurzen Zeit oder wie auch immer, die Zeit vergeht halt irgendwie schnell, ich habe jetzt 500 Abonnenten, es sind irgendwie, keine Ahnung, 510 vielleicht. Ich schaue da nicht jeden Tag rein, ich komme halt auch gar nicht dazu. Und ich freue mich da natürlich drüber und möchte euch an dieser Freude teilhaben lassen. Der Grund ist, warum ich dieses Gewinnspiel nicht schon eher gemacht habe bei 200 oder 300 Abonnenten, ist der damalige Hauptpreis. Ihr seht ihn hier. Wer mein Gewinnspielvideo kennt vom letzten Mal, der weiß, dass ich als Hauptpreis ein Airbrush-Porträt mit Kaninchen und normalerweise einen Porträtgesicht hatte und auch schon damals angekündigt, dass ich aufgrund des Zeitmangels wahrscheinlich eine Weile brauchen werde, um dieses dann wirklich umzusetzen. So ein Porträt dauert, wenn ich da zügig dran brasche, gerade mit zwei Gesichtern und einem Kaninchen, knapp 2,5 Tage mit alles drum dran. Und ja, ich habe einfach die Zeit nicht gehabt. Aber jetzt war es an der Zeit. Ich musste einfach das jetzt Priorität A vorrangig bearbeiten und habe das diese Woche erledigt. Ja, so ganz nebenbei habe ich auch noch meine Kaninchen gefilmt. Das werdet ihr jetzt am Anschluss sehen. Ja, was gibt's Neues? Ich bin halt dabei, jetzt eine Tür zu bauen. Die ist an und für sich ziemlich fertig. Die muss noch gestrichen werden. Es fehlen noch die Scharniere. Was ihr jetzt hier sehen könnt, ist der Türrahmen. Das wird dann bündig halt eingemauert. Und hier unten drunter ist die Tür von innen. Ja, das passt alles ziemlich gut. Meine erste Tür. Wäre wirklich erstaunlich, wie viel Zeit so eine Tür in Anspruch nimmt. Die habe ich jetzt aus Rohholz, aus Rohbrettern gebaut. Die waren halt 4 cm dick, so breit. Da musste man alles halt erstmal sägen, hobeln, abrichten und fräsen. Ist aber relativ gut gelungen. Ich hoffe, dass das dann auch draußen alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, nun zum Gewinnspiel. Dies wird vom heutigen Tag an 3 Monate laufen. Das letzte Mal waren es, glaube ich, auch 3 Monate. Und ich habe festgestellt, viele von euch haben sich angekündigt, wir wollen mitspielen, dachten dann aber wahrscheinlich, das ist ja noch viel Zeit, ich kann mir Zeit lassen. Und dann haben die das halt teilweise verpasst. Halt mir das damalige Foto, was ich als Bedingung für die Teilnahme gemacht habe, zuzuschicken, obwohl 3 Monate Zeit waren. Also nur als Tipp ganz am Anfang meiner Erklärung, dass ihr halt, wenn ihr mitspielen wollt, euch nicht so viel Zeit lassen solltet, weil das gerät in Vergessenheit und dann wisst ihr, wie es ist. Ja, also macht's lieber gleich, dann habt ihr zumindest die Chance sicher, dass ihr einen Gewinn ergattern könnt. So, was gibt's diesmal zu gewinnen? Ich hatte euch schon mal gebeten, in eines der letzten Videos mir ein paar Vorschläge zu machen, was ihr gerne gewinnen möchtet, im gewissen Rahmen. Ein Porträt wird es diesmal nicht sein. Es ist einfach für mich zu aufwendig und auch zu teuer. Also so ein Teil kostet, wenn ich das jetzt gegen Geld machen würde, 240 Euro ohne Rahmen. Ja, und das Ganze netto. Diesmal habe ich mir überlegt, ich mache kleinere Gewinne, dafür mehr Gewinne. Es wird insgesamt 5 Preise geben. Und zwar wird sich das darauf beschränken, auf Kaninchenzubehör. Eine Idee habe ich, oder 2 sogar schon, beziehungsweise 3. Ja, das ist einmal ein Holzfutternapf, dann wird es wieder eine Futterraufe geben und ein Kaninchenhäuschen. Das hatten viele von euch schon geschrieben, dass sie das gerne hätten. Ja, vielleicht baue ich noch ein 2. Kaninchenhäuschen, ein etwas größeres mit Futterraufen-Kombination. Und mal sehen, was mir noch so einfällt. Es werden wahrscheinlich 3, 4 Holzobjekte sein für Kaninchenbedarf. Und
der Hauptpreis wird sein ein tatsächlich wieder Airbrush-Bild, allerdings diesmal nicht in Form eines Porträts, Menschenporträts, sondern in Form eines Kaninchenbildes. Ja, damit ich natürlich weiß, ob ihr überhaupt ein Kaninchen habt oder ob ihr daran Interesse habt, wirklich ist natürlich jetzt wieder Bedingung für die Teilnahme des Gewinnspieles, dass ihr mir auf die E-Mail, die ihr hier oben eingeblendet seht, ein Foto eures Kaninchen schickt. Und zwar sollte das ein Foto sein, was wirklich das Kaninchen sehr gut zu erkennen gibt. Vielleicht irgendwie, dass es auch lustig aussieht. Und es sollte sehr scharf sein von der Detailtreue her, weil je besser das zu sehen ist auf dem Foto, je besser kann ich das natürlich dann übertragen mit der Airbrush-Pistole. Ja, und dieses Kaninchenbild werde ich jetzt nicht auf Papier malen, sondern eventuell auf einen Holzuntergrund auch, dass ihr das als Wandbild oder vielleicht auch als Blech, ich weiß nicht, ich habe so damals mal Blechtafeln genommen und habe das da drauf gemalt und richtig lackiert. Ist auch relativ aufwendig, ja, und deswegen Hauptpreis. Gut, also ihr kennt jetzt die Bedingungen. Ihr schickt mir ein Bild von euren Kaninchen auf die E-Mail-Adresse, hier oben ist sie nochmal eingeblendet, und könnt natürlich gerne ein paar Zeilen dazu schreiben. Also ich freue mich über Post von euch, nicht nur über ein Bild von dem Kaninchen, sondern auch über ein paar Zeilen, wo drin steht, wer ihr seid, vielleicht wie alt ihr seid, was ihr so macht und wie ihr zum Thema Kaninchen kommt und ob ihr selber halt irgendwelche Erfahrungen habt, die ich vielleicht noch nicht kenne und so weiter und so fort. Lasst euch einfach was einfallen. Ja, und wer möchte, kann natürlich sein Kaninchen, so wie das hier auf dem Bild zu sehen ist, auch zusammen mit sich selbst fotografieren. Das freut mich umso mehr, dann sehe ich gleich mal, wer ihr seid, ja, oder wer du bist. Ich hatte beim letzten Mal, war das ja Bedingung, dass ein Porträt von euch oder von dir in Verbindung mit den Kaninchen zu sehen ist. Ja, dann habe ich auch öfters die Nachricht erhalten, ich darf mich nicht zeigen, meine Eltern verbieten mir das, dass ich ein Foto schicke, wo ich zu sehen bin. Ja, soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das passieren könnte, dass irgendjemand da ein Problem damit hat oder bekommen könnte. Ich weiß auch nicht, wie alt ihr im Durchschnitt seid. Also ich kann das gut verstehen, wenn ihr jetzt noch teilweise unter 15 vielleicht seid und die Eltern da Mitspracherecht haben. Es passiert ja viel in der heutigen Zeit und man sollte da tatsächlich etwas vorsichtig sein. Also diesmal ist es nicht Bedingung, dass ihr euch zeigt auf dem Foto, aber das Kaninchen sollte schon ordentlich zu sehen sein. Ja. Zweite Bedingung ist, dass ihr halt Abonnent seid von meinem Kanal, und damit ich das auch wirklich prüfen kann, ob ihr das seid, schickt mir zu diesem Bild nicht nur euren normalen Namen, sondern auch euren YouTube-Namen, den ihr da habt, ja, damit ich das halt schauen kann. Ihr könnt auch gerne unter diesem Video einen Kommentar hinterlassen, wo halt euer Name schon zu sehen ist, dass ich das besser abgleichen kann. Gut, also wie gesagt, 3 Monate ab dem heutigen Tag. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video online schalte, deswegen steht das alles unten in der Beschreibung drin, wann das Gewinnspiel enden wird. Ende ist, wenn der Tag vorbei ist, ja, und ich habe das Bild noch nicht bekommen, ist erledigt. Ne? Einen Tag später irgendwie, wenn ich mein E-Mail-Fach öffne und es wurde dann halt 1-2 Stunden später geschickt, dann bin ich gnadenlos, es wird nicht dran teilnehmen. Wie gesagt, ihr habt 3 Monate Zeit. Dann könnt ihr übrigens auch noch unten hier unter dem Video reinschreiben, was ihr vielleicht noch gerne gewinnen möchtet. Vielleicht lasse ich mich davon inspirieren und setze das ein oder andere davon um. Okay, das soll es gewesen sein. Wer mag, kann jetzt noch die Aufnahmen von vor 3 Tagen oder 4 Tagen von meinem Außengehege, meinen Kaninchen, ansehen. Und wer nicht mag, dann Pech gehabt. Dann ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Jörg. I saw the trouble in your eyes, darkness paired with lies. You know that you stripped all my colors and gave them to others, and now I'm blind. Don't try to bury me with sins, connect the dots and cross your pins. You know that it's always better when we're not together, and so it begins. It's gonna break through tomorrow. It's gonna break through the fight. It's gonna smash all the sorrows.
from all the words that you cried. It's gonna step from the shadows. It's gonna swallow the light. If the madness surrounds you, then don't you come out tonight. Come out tonight.